Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch von Herzen ein gutes, ein gesundes, ein erfolgreiches, ein tolles Jahr 2003. Hier bei uns bleibt alles wie gehabt. Und das bedeutet, wir haben Montagnacht. Und Montagnacht heißt, wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin, heute Nacht ist Tanja und Tanja ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Tanja. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist, dass ich... Wo bist du da? Bist du in einer Halle? Bei mir in der Wohnung wird gerade renoviert. Ach so. Es klingt so hallig. Ja, ich habe ein großes Wohnzimmer, deswegen. Aha, na gut. Stört das? Nein, überhaupt nicht. Wir haben es jetzt nur geklärt. Es klang so ein bisschen seltsam. Okay, alles klar. Mhm. Mein Problem ist, dass ich so mit meiner ganzen Clique ins Bett steige. Und meine Clique besteht aus etwa 15 Jungen. Du bist das einzige Mädel? Oh ja. 15 Jungs? Ja. Und Tanja? Und Tanja. Und Tanja steigt mit allen 15 Jungs ins Bett. Ja, hintereinander, nicht auf einmal. An verschiedenen Tagen, hoffe ich. Oder ist das ja, so eine an große... Achso, ich hasse ja so eine große Gruppensex-Party. Nee. Gang, bang, bang, gang. Nee, nicht wirklich. Ja. Du rufst an und erzählst das so. Ist das für dich ein Problem oder wolltest du es einfach mal so erzählen? Ja, eigentlich schon. Also für mich, also in dem Moment, wo ich mit den Jungen schlafe, ist es kein Problem. Aber am nächsten Tag, wenn es dann vorbei ist, habe ich dann ein recht schlechtes Gewissen. Wem und was gegenüber? Mir gegenüber, weil ich ja auch meinen Stolz irgendwie bewahren möchte. Ja. Aber ist schon zu spät dafür, denke ich. Naja. Und wie kommt es dann? Fangen wir mal vorne an bei der Geschichte. Wie kommt es überhaupt, dass du in einer Clique bist, wo 15 Jungs sind und du das einzige Mädel? Was ist das für eine Clique? Wie kommt es dazu? Also das ist erstens so eine große Clique. Also ich bin halb Deutsche, halb Nigerianerin. Mhm. Und habe dementsprechend auch afrikanische Freunde. Mhm. Und ja, einen Jungen habe ich dann mal... in Düsseldorf in der Diskothek kennengelernt. Mhm. Und Und dann hat sich das so ergeben. Mich wundert, dass da keine andere Frau bei ist. Dass ich das in so einer Clique. Klicken sind doch eigentlich immer sehr gemischt. Ja, also ich kenne die alle in- und auswendig so. Also sind sehr gute Freunde von mir auch noch. Ja, aber das war jetzt nicht meine Frage oder mein Hinweis. Mein Hinweis war, ich wundere mich, dass da keine Frauen, sonst keine Frauen bei sind. Warum nicht? Ja, weiß ich. Weiß ich selber nicht. Also es hat sich so ergeben, dass da 15 Jungs sind und du und die Einzige, die Tanja. Wissen die anderen eigentlich alle voneinander, dass jeder mit dir in die Kiste steigt oder ist das irgendwie geheim? Ich denke mal nicht, dass es geheim ist. So, bitte? Ich denke nicht, dass es geheim ist. Also ich denke schon, dass die sich untereinander austauschen. Mhm. Wie oft kommt das vor? Nicht sehr oft so. Also, ehe du alle durch hast, ist natürlich ein halber Monat schon rum, ne? Ist natürlich klar. Das hat angefangen letztes Jahr im Januar. Ich hoffe mal sehr, die Frage erübrigt sich eigentlich für mich, aber ich hoffe mal sehr, Verhütung. Bitte? Verhütung? Ja gut, die Frage kommt auch noch, aber erstmal kommt eine andere Frage, dass du hast nicht nur einen Freund auch noch nebenher. Nein. So, gut, die Frage ist geklärt, die Frage mit der Verhütung und den Kondomen. Kondome. Kondome ist kein Thema. Ja, nur mein erstes Erlebnis, das war eben nicht so prickelnd, da wurde ich dann nämlich direkt auch schwanger. Mhm. Und ja. Und du hast abgetrieben? Ja. Mhm. Also schwanger von einem von diesen Jungs? Mhm. Ja. Mhm. Warum machst du das? Ich weiß nicht, vielleicht der Drang nach Liebe, keine Ahnung.
ist es die Sehnsucht denn auch nach, eben nach dieser vielen Sexualität? Ist das ein Grund, dass du einfach auch scharf auf die Jungs wirklich bist? Ja, das auch. Mhm. Also ich kann mich auch nicht jetzt auf einen festlegen. So. Mhm. Also, aber besteht nicht oder bestand nicht mal so die Gefahr, in Anführungszeichen, dass du dich in einen ein bisschen mehr verliebt hättest oder sogar verliebt? Hattest du auch. Hatte ich auch. Mhm. Und dann war ich auch etwa einen Monat mit demjenigen zusammen und dann bin ich ihm direkt fremdgegangen. Ich kann auch nicht mal zu treu bleiben. Könnte mir aber auch vorstellen, wenn die Jungs das untereinander wissen, und das spricht sich natürlich rum, dass du nicht gerade so im hohen Ansehen stehst, ne? Ja, das ist so, dass ich, wenn ich Probleme habe, auf jeden Fall immer zu denen hinkommen kann. Mhm. Und dass mir auch hundertprozentig zur Seite stehen. Ja. Also ich hatte schon viele Probleme gehabt. Ja, du hast sonst keinen Freundeskreis, keine gute Freundin, keine beste Freundin oder so? Doch, meine beste Freundin, Marceline, die kommt aus Zaire. Achso, weiß die denn Bescheid? Ja, die weiß Bescheid. Und die kennt die Leute auch. Mhm. Aber du hast gerade, glaube ich, am Anfang gesagt, dass du sonst noch niemandem erzählt hast. Also es wissen eigentlich nicht so viele Leute. Nee, nur die Clique. Die Clique. Mhm. Was sagt denn deine beste Freundin dazu, dass du mit den 15 Jungs aus deiner Clique immer in die Kiste steigst? Oder oft? Ja, die ist nicht sehr begeistert davon, aber viel besser ist sie ja auch nicht. Mhm. Tanja, ich finde ganz einfach, wenn du, ich meine, der Fall ist, finde ich, ganz einfach zu lösen, nämlich die Tatsache, dass du dich dabei nicht so gut fühlst, ne, dass du irgendwie schlechtes Gewissen hast oder dass du morgens nach diesen Aktionen dich unwohl fühlst, ist für mich Zeichen genug, dass das nicht das Richtige ist für dich. Wenn du dich da wunderbar fühlen würdest, würde ich sagen, oh Gott, ja, warum nicht, dann mach es, wenn du den Spaß hast und die Jungs Spaß haben, aber du hast nicht den Spaß dabei, letztendlich. Mhm. Und dann liegt es einfach an dir und da kann dir auch kein Mensch helfen. Das musst du selbst tun. Du musst entscheiden, nein, ich mache es halt jetzt nicht mehr. Und ich glaube, dass du auch im Ansehen und im Respekt der Jungs steigen wirst. Und du brauchst nicht die Sorge zu haben, dass die dich fallen lassen. Hoffe ich mal nicht. Ich weiß nicht, wie fundiert diese Clique ist. Ja, das denke ich mal eben nicht, dass sie mich dann fallen lassen. Ja, ich habe schon verstanden, dass dir das wichtig ist, so als Rückhalt, diese Gruppe zu haben. So. Und wenn du dich da jetzt allmählich rausziehst, was das Sexuelle anbelangt, kann es für dich eigentlich nur die beste Lösung sein, finde ich. Ja. Und das musst du selbst machen, das musst du entscheiden und durchziehen. Und hast dann vielleicht auch die Möglichkeit und die Offenheit für dich selbst, dich vielleicht auch verknallen zu können, mal wirklich dann in eine Person, vielleicht auch außerhalb der Clique. Ja, aber das ist das Problem, weil die kennen sich immer irgendwie alle untereinander. Also, wann warst du erst mit dem Letzten im Bett? Wie lange liegt das zurück? Okay, das ist schon etwas länger her. Das ist jetzt letztes Jahr November. Naja, immerhin. Das ist ja schon eine gute Zeit. Das heißt, jetzt musst du es einfach nur weiter so durchziehen, wie seit November du es gemacht hast. Ja. Ich hoffe es. Also Tanja, toi, toi, toi. Alles Gute. Ja. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Ihr Lieben, wir sind wieder live auf Sendung im neuen Jahr. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, wir haben heute eine freie Themennacht, wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann ruft mich an. Wir können uns über jedes Thema unterhalten. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr faxt mir ganz einfach unter 0800 5678 110. An dieser Stelle schon mal der Hinweis für unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema Glück und Unglück. Das war mein 2002. Das ist unser Thema morgen. Glück und Unglück, das war mein 2002. Heute offene Themennacht. Weiter geht es mit Lina. Schöner alter Name. Lina, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Lina. Hallo. Ja. Ja. Und was geht's? Bei mir geht's darum, dass der Vater meines Sohnes uns verlassen hat. Der Vater deines Sohnes? Genau. Wie alt ist der Sohn? Der ist ein Jahr alt. Und du warst mit dem Mann wie lange zusammen? 2 Jahre. Und ich bin übrigens 19, nicht 20. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Nee, war mein Fehler. Ich hab's falsch angegeben. 2 Jahre warst du mit ihm zusammen, jetzt ist er weg. Ja. Das Kind ist 1 Jahr alt. Genau. Seit wann ist er jetzt weg, der Erzeuger deines Kindes? Also wir wohnen jetzt seit 4 Monaten getrennt, also in getrennten Wohnungen. Ist das für dich sehr schmerzlich, sehr schlimm, dass er weg ist? Ja, eigentlich schon. Also ich meine, zwischen uns ist zwar sehr viel passiert, was nicht positiv war, aber halt die Tatsache,
dass mein Kind jetzt ohne Vater aufwachsen muss, ist halt schon. Warum habt ihr euch getrennt? Ja, weil wir uns ziemlich viel gestritten haben und weil er halt abends immer erst um 9 von der Arbeit gekommen ist und dann vor seinem PC gesessen hat und ja. Und also nicht du, die wichtigste war, sondern seine Freizeitbeschäftigung, was immer er da auch gemacht hat. Ja, ja, nee, weil sein Sohn nicht das Wichtigste für ihn war, sondern halt seine Freizeit. Ja, ich meinte jetzt, ja gut, die Familie jetzt. Ja, genau. Ja. Wie alt ist er? Der ist 22. War das ein Wunschkind oder ist es so passiert? Ist so passiert. Ist so passiert. Hat er sich denn am Anfang gefreut oder war er eigentlich gegen das Kind? Der war gegen das Kind. Also wir waren zu dem Zeitpunkt, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, kurze Zeit getrennt. Und dann hieß es halt abtreiben und das ist nicht sein Kind. Und hast du von Anfang an bemerkt, dass er also auch nicht ein bisschen sich auf das Kind zubewegt hat, sondern eigentlich immer auf Distanz war zu dem Kind? Nee, der hat sich dann halt nach 1-2 Wochen beruhigt und gesagt, alles klar, ziehen wir zusammen. Und ja. Dann hat er sich auch gefreut, der war bei der Geburt dabei und es lief auch alles ganz gut die ersten Monate. Aber dann ging er zurück. Genau. 4 Monate jetzt auseinander. Ja. Wie sieht denn der Kontakt aus? Seid ihr im Streit auseinandergegangen? Nee, eigentlich nicht. Es hieß, wir ziehen in getrennte Wohnungen, damit wir uns beide ein bisschen beruhigen. Und seitdem ist halt eigentlich kaum noch. Da muss ich wirklich Glück haben, wenn er sein Kind mal besuchen kommt. Achso, er kümmert sich gar nicht großartig. Ja. Traurig. Ja. Sehr traurig. Andererseits, denke ich mir, Lina, finde ich es noch gut, dass ihr die Kurve bekommen habt und vielleicht nicht noch länger und noch länger zusammen gewohnt habt, euch zerfleischt vielleicht hättet, gestritten hättet. Und das Kind kriegt es mit. Das Kind ist Zeuge davon. Und wenn das Kind das nicht direkt mitbekommt, aber indirekt spannungsmäßig und so, kriegt es das auf jeden Fall mit. Naja, klar. Insofern ist diese Lösung ja schon mal ganz gut, finde ich. Liebst du denn diesen Mann eigentlich auch noch? Ja. Das auch noch? Ja. Eher dich auch? Ja, das weiß ich halt nicht so genau. Es kommt drauf an. Also wenn wir telefonieren, dann streiten wir uns eigentlich oft und dann sagt er halt auch mal, eigentlich liebe ich dich noch, aber die Sache ist halt immer so kompliziert und ich brauche meine Zeit und... Also, weißt du, wenn jemand sagt, eigentlich liebe ich dich noch, ist da schon irgendwas, ist da Wurm drin? Ja. Dann liebt er den anderen eigentlich auch nicht mehr. Ja, das ist bei uns immer so Hassliebe. Also das ist... Ja, und wenn ich mir anhöre, was du erzählst, dass er dich quasi allein lässt mit dem Kind, mit seinem Kind, das ist ja sein Kind. Ja, ja, klar. Kann da auch nicht mehr so viel an Emotionen und Gefühlen da sein. Ja, ich denke, er ist halt eigentlich noch ein bisschen unreif, auch für die ganze Sache. Also ich finde diese Entscheidung erstmal gut, dass ihr euch getrennt habt. Jetzt kann man nur hoffen, dass der junge Mann im Laufe der Zeit, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, hoffentlich nicht so lange, dass er sich besinnt und auch die Verantwortung entwickelt für den Sohn, für das Kind und dass er sich ordentlich um das Kind kümmert, damit das Kind auch mit Vater aufwächst, wenn ihr auch nicht zusammen in einer Wohnung wohnt. Ja, das hoffe ich auch. Schlimm ist es natürlich jedes Mal für dich, auch wenn er wahrscheinlich mal zu Besuch kommt und du hast ihn noch lieb und du möchtest ja eigentlich mit ihm zusammen wohnen und eine Familie haben. Ne? Ja. Ja. Aber ich glaube, das kannst du dir erstmal wirklich abschminken. Ja, das Problem ist, wenn er hier ist, dann läuft ja auch zwischen uns was. Dann ist es ja auch halt eigentlich alles ganz schön. Aber sobald er dann wieder aus der Tür raus ist, ist es erstmal wieder Sense. Ja. Ich würde einfach der ganzen Sache jetzt, ich meine, es sind ja erst 4 Monate. Noch Zeit geben. Vielleicht fängt er sich ja noch. Ich weiß es nicht. Vielleicht fängt er sich ja auch. Vielleicht tut diese räumliche Trennung euch ja auch gut. Ja. Darauf kann man nur hoffen. Und das Beste, was du tun kannst, ist, dass du ihn auch relativ in Ruhe lässt. Natürlich schon darauf hinwirken solltest ein bisschen, dass er sich um das Kind kümmert, weil es sein Kind ist. Aber dazu kann man auch niemanden zwingen. Wenn er das nicht tut und tun will, dann soll er das nicht machen. Ja, das ist das Problem. Ich habe es wochenlang versucht und ich kann ihn nicht zwingen. Also von daher. Und es ist halt auch schwer, ihn in Ruhe zu lassen. Ja, aber ich glaube, wenn diese Beziehung, die ich jetzt natürlich nicht im Einzelnen kenne, nach ein paar Minuten, aber wenn das überhaupt noch eine Chance hat, ist es, glaube ich, darin begründet oder darin zu sehen, wenn ihr einfach euch ein bisschen locker lasst gegenseitig. Ja. Weil das ist verhakt ineinander, ihr habt gestritten, ihr habt immer die gleichen Streitrituale wahrscheinlich gehabt, dadurch auf die Nerven gegangen und so weiter. Ja. Und das ist jetzt erstmal alles ein bisschen lockerer und mehr auseinander. Ja. Lass es mal so gehen und versuch auch ein bisschen auf Distanz wiederum, dass du auf Distanz gehst zu ihm. Das finde ich richtig. Lina. Ja, wollte ich mal versuchen. Alles Gute. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. Ciao. Dankeschön. 0800 5678 111 und jetzt bin ich verbunden mit Britta. Und Britta ist 32 Jahre alt. Guten Morgen.
Ja, hallo, Domian. Hallo, Britta. Ich grüße dich. Ja, hallo. Um was geht's? bei mir geht es darum, dass ich möchte, dass ich vergewaltigt werde. Du möchtest, dass du vergewaltigt wirst? Mhm. Das ist ein Hammer, das zu hören. Das ist jetzt für mich erstmal ein Hammer. Mhm. Wie meinst du das? Erklär's. Ja, das ist ein Gefühl, das ich jetzt so seit 1,5 bis 2 Wochen habe, dass ich mir wünsche oder erhoffe, dass ich irgendwie im Dunkeln einmal überfallen werde von einem Mann und ja, alles was so dazugehört. Ja, was gehört in dieser Fantasie dazu? Was dazugehört? Dass er mich packt, niederreißt, Gewalt ausübt, mich vergewaltigt. Mhm. Dich so sehr bedroht auch, dass du um dein Leben fürchten musst? Mhm. Mhm. Ja. Du bist 32 Jahre alt. Mhm, genau. Du hast keine Beziehung? Doch, also ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder. Ich lebe mit diesem Mann, wir sind jetzt schon über 9 Jahre zusammen. Mhm. Und wie ist eure Sexualität? Ja, am Anfang hatte ich von mir aus auch noch Lust, aber mittlerweile ist es so, dass von mir aus eigentlich nichts mehr anfängt und Wie lange ist es schon still zwischen euch? Es ist nicht still, aber es geht halt nicht von mir aus. Ja. Und ich versuche es auch zu vermeiden, weil ich das so ein bisschen bedrohlich manchmal empfinde. Aber du empfindest das bedrohlich, wenn ein Mann mit dir schlafen will? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Geht er gewalttätig vor? Nein, gar nicht. Ganz normal, 0815. Ja. Ja. Jedenfalls nichts Schlimmes. Und Was? Aber wenn ich mich halt überwinde, das heißt, wenn er anfängt und ich drauf eingehe, ist nach kurzer Zeit ist auch verflogen. Also dann kann ich das auch genießen. Also so ist das dann nicht. Also wie oft habt ihr noch Sex miteinander? Ja, wir leben räumlich getrennt im Moment, weil er woanders arbeitet. Wir sind umgezogen und er arbeitet noch woanders. Das heißt, wir sehen uns dann an den Wochenenden. Und da kommt es regelmäßig vor oder kann das auch schon mal ein Wochenende aussetzen? Das kann auch schon mal aussetzen, weil die Beziehung jetzt auch nicht so die allerbeste ist. Du sagtest du gerade, dass du diese Fantasie, vergewaltigt werden zu wollen, seit 1 bis 2 Wochen erst hast. Mhm. Ist jetzt vor 2 Wochen irgendwas passiert? Ist irgendwas geschehen? Nee, da hatten wir aber Sex miteinander, obwohl ich es halt nicht direkt wollte, aber direkt dann auch schön fand. Bis jetzt war es ganz oft so, dass ich dann doch irgendwann mitgemacht habe, das auch ganz nett war, aber ich am Anfang ganz schlechtes Gewissen hatte und auch ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber? Dir gegenüber? Ich weiß nicht, wem gegenüber oder ich kann nicht ganz schlecht beschreiben, dass ich in dem Moment, wo es losging, mich bestrafen wollte. Dich bestrafen wolltest? Mhm. Indem du was tun wolltest? Wenn er jetzt da nicht gewesen wäre, dann hätte ich mir am liebsten irgendwie wehgetan oder sonst was. Tust du solche Sachen manchmal? Ich habe sowas schon gemacht, ja. Das heißt, du, was ist das konkret, was du gemacht hast? Hast du die Arme aufgeschnitten? Dieses Übliche, Schämst du dich eigentlich, so eine Äußerung zu formulieren, ich möchte vergewaltigt werden und dann sogar so in aller Öffentlichkeit? Schämst du dich? Frage dich jetzt erstmal. Nee. Hast du es irgendjemand schon erzählt? Nee. Kannst du verstehen, dass ich jetzt als Außenstehender erstmal völlig zusammenzucke, wenn ich das höre? Ja, richtig nachvollziehen kann ich es nicht, weil es noch so neu ist und ich noch so in dem drin bin, dass ich das noch nicht so richtig... Aber du weißt, ich weiß nicht, ob du meine Sendung ab und zu siehst. Mhm. Ja, und dafür muss man nicht diese Sendung sehen, sondern leider Gottes tagtäglich die Zeitung aufschlagen, dass es immer wieder zu schlimmsten Vergewaltigungen kommt und was die Frauen für Höllenqualen durchleiden. Vielleicht dass sie Angst um ihr Leben haben, dass sie verletzt werden, dass sie erniedrigt werden. Ja, bloß ich erleide im Moment auch so Qualen, ich empfinde das so als Quälen, dass ich vielleicht erhoffe, dass durch diesen Akt irgendwas hochkommt, dass ich irgendwas heraufbeschwören kann, was gewesen sein könnte vielleicht. Bist du in deinem Leben schon mal vergewaltigt worden?
Nicht, dass ich wüsste, aber ich hatte mal eine Therapie gemacht, nicht richtig zu Ende, aber da wurde mal so ein Verdacht geäußert. Mhm. Aber da ich das absolut nicht nachvollziehen kann und auch nicht da dran komme, Du hast gerade geantwortet, als ich fragte, schämst du dich, das zu formulieren? Da hast du gesagt, nein. Mhm. Findest du es gut, diesen Wunsch zu haben? Mhm. Warum nicht? Warum ich das nicht gut finde? Ja. Mhm. Ja, es ist einfach wirklich so an der Grenze, also wo man überlegt, ist denn das noch eine Abart des Normalen oder was ist das? Wie kann man sich sowas wünschen? Mhm. Weil einerseits sehe ich das ja auch genauso wie du. Mhm. Aber andererseits... Ich meine, man hört ja immer wieder, und das ist ja auch vielleicht in einer gewissen Weise nachzuvollziehen, wenn das im Einklang mit allen Beteiligten passiert, dass man im Rollenspiel sowas macht. Im sexuellen Rollenspiel. Das, das ist aber genau nicht das, was du meinst. Du meinst das knallhart in der Realität. Mhm. Ne? Also ein, wenn du jetzt, weiß ich, jetzt in einem Swingerclub wärst oder so, dann würde man solche Spielchen machen, das wäre es gar nicht, was du willst. Mhm. 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 Weißt du, Britta, ich finde das äußerst, um es sehr milde auszudrücken, unnormal, was du da gerade geäußert hast. Mhm. Und ich glaube, ich will jetzt gar nicht mit der Moralkeule kommen. Ich habe so hohen Respekt vor dem Leid der Frauen, die vergewaltigt wurden. Deswegen möchte ich da auch nicht so leichtfertig drüber sprechen. Aber ich merke, ich weiß auch, ich erahne auch, dass du es gar nicht leichtfertig meinst und nicht einfach als dumme Schrulle äußerst. Ich will das mal erleben oder so. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass da ein Riesenproblemkomplex hintersteckt bei dir, der sich jetzt durch so eine bizarre Sehnsucht oder Äußerung versucht, Luft zu machen. Und wenn du selbst schon sagst, ich verletze mich selbst ab und an, ich will mich bestrafen, wie du die Sexualität mit deinem Mann beschreibst, wie du erwähnst, dass in einer Therapie vielleicht mal das sogar angeklungen ist, dass du mal sexuellen Missbrauch erfahren hast oder vielleicht sogar eine Vergewaltigung als Kind, gehen da bei mir alle Alarmanlagen an und ich würde sagen, du musst sofort und ganz dringend zu einer psychologischen Beratung. Ich mache im Moment eine Therapie. Ich habe das vor kurzem begonnen und das... Hast du es in der Therapie auch geäußert, diese Wünsche? Nein, noch nicht, weil ich da noch nicht wieder da war. Mhm. Tu das. Äußere. Ich glaube, dass der Therapeut sofort darauf anspringen wird und professionell damit umzugehen weiß, wenn du so eine wahnsinnige Äußerung formulierst. Mhm. Ich wundere mich, dass du das nicht bei dem Therapeuten machst zum ersten Mal, sondern hier bei mir machst, hier bei uns machst. Warum? Weil es anonymer ist. Mhm. Mhm. Aber du bist natürlich in der Situation mit dem Therapeuten, das muss ich dir nicht erzählen, wie bei dem Arzt, der unter Schweigepflicht steht. Du musst dich nicht schämen. Nein, das nicht. Aber er muss ja auch bestimmte Schritte einleiten, wenn er merkt, wie es mir geht. Mhm. Und ich stehe dann auch in der Verantwortung, dass er das machen muss, mehr oder weniger. Das heißt, Welche Schritten hast du Angst? Dass er dich in die Klinik einweist oder was? Ja, ich glaube schon. Mhm. Weil es ging mir schon mal sehr, sehr schlecht und ich habe auch vor einem Jahr einen Selbstmordversuch verübt und das war auch nicht der erste Versuch, aber da wollte ich es wirklich. Und ich merke halt, dass ich da so langsam wieder drauf hinkomme und ich möchte es gerne irgendwie so zwangstherapieren, indem ich dann sowas vielleicht erleben würde. Aber das ist natürlich sehr laienhaft gedacht. Und völliger Wahnsinn, letztendlich sich auch der Situation auszusetzen. Um Gottes Willen, Britta, tu es nicht. Du weißt, wenn du meine Sendung kennst, was hier Frauen schon erzählt haben, was für Höllen sie durchlebt haben bei so etwas. Gehe den richtigen Weg, gehe den Weg durch und mit einem Psychologen. Ich möchte ganz dringend, und das ist ja auch anonym und für dich völlig unverbindlich, dass du jetzt gleich mit meinem Psychologen auch noch redest. Der kann dir auch auf diese Sorgen sicher mit Sicherheit ordentlich Auskunft geben, ob du Angst haben musst, irgendwie zwangseingewiesen zu werden oder was weiß ich. Er weiß genau, wie das funktioniert. Mhm. Ich appelliere da auch an deine Verantwortung, dir gegenüber, auch deiner Familie, besonders deinen Kindern gegenüber, dich nicht aufgrund dieser laienhaften Überlegung
in eine Lage zu begeben, die vielleicht dein ganzes Leben radikal zerstören, verändern könnte, was auch immer. Ich glaube, viel mehr kann man da nicht mehr zerstören. Das ist das. Also wenn man sowieso irgendwie an einem Punkt angelangt ist. Nee, Britta, aber ich glaube, man kann sehr viel. Du bist ja noch eine junge Frau von 32 Jahren. Ich glaube, dass man aber sehr, sehr viel reparieren kann wieder und retten kann, wenn man professionell mit einem Menschen arbeitet, mit einem Therapeuten oder einem Psychiater. Und diese Chance musst du einfach nutzen und sehen. So wie wenn jemand körperlich sehr schwer krank ist, hat er die Chance, wenn er zum Arzt geht, dass man durch Therapien, durch körperliche Therapien auch wieder gesund wird. Ja, manche schon. Ja, manche. Nicht alle, aber manche. Und vielleicht gehörst du zu den manchen. Aber ich habe mir wirklich auch schon Mühe gegeben. Es ist nicht so, dass ich es noch nicht versucht hätte. Nee, aber das reicht noch nicht aus. Das reicht noch nicht aus. Du bist nicht alleine auf der Welt. Verdammt nochmal, du hast zwei Kinder. Aber auch gerade da habe ich die Verantwortung, dass sie nicht darunter leiden, wie ihre Mutter ist. So, und also da hast du völlig recht. Aber dafür darf die Mutter nicht in irgendeiner Ecke vergewaltigt werden, sondern da muss die Mutter in guten Händen sein und ordentlich behandelt werden. So, jetzt brechen wir es hier ab. Mhm. Johannes heißt mein Psychologe heute Nacht. Okay. Und du versprichst mir, dass du mit ihm redest, weil es ist für dich ja völlig unverbindlich. Mhm. Es ist ein Gespräch wie jetzt hier zwischen uns beiden. Okay. Du legst auf und Johannes ruft dich an. Gut. Ja? Alles Gute von Herzen. Okay, dir auch. Tschüss, Britta. Tschüss. Thorsten, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Thorsten. Ich grüße dich. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Was ist mein Thema? Mein Thema ist, ich komme damit nicht zurecht, dass ich wieder in den Knast zurück muss. Was heißt wieder? Das heißt, du warst schon mal im Knast? Ja, ich bin am 6.12. letztes Jahr entlassen worden. Mhm. Ich war 5 Jahre drin. 5 Jahre? Ja. Was hast du gemacht? Ich habe versucht, einen Totschlag. Mhm. Dann noch so Kleinigkeiten wie Betrügereien, Autodiebstähle. Aber das ist halt so mehr das belanglose Zeug. Ja. Versuchter Totschlag heißt, dieser Mensch, um den es geht, ist nicht gestorben, aber war schwer verletzt? Der ist schwer verletzt, der ist jetzt für immer ein Krüppel, der muss sein Leben lang im Rollstuhl sitzen. Warum hast du den so zugerichtet? Ich war jung, unerfahren. Gut, das reicht ja noch nicht als Erklärung aus. Was ist da vorgefallen? Es muss ja irgendwas, es muss ja eskaliert sein, irgendwie ein Streit oder weiß ich was. Ja, ich war früher ziemlich impulsiv und da war halt früher jemand in der Disco, der hat meine Freundin dann halt angebaggert. Mhm. Ja, und ich bin dann natürlich sofort hin. Mhm. Und habe sofort zugeschlagen. Ich habe dann auch kein Ende gefunden und als er am Boden lag, habe ich dann noch im Rücken reingetreten. Mhm. Also eine ganz, ganz banale Eifersuchtsgeschichte. Ja, ganz genau. Mhm. Im Grunde genommen für nix. Der Mann ist heute im Rollstuhl. Ja. Der junge Mann ist wahrscheinlich in deinem Alter. Ja, ist in meinem Alter. Hast du dich mit dem mal in Verbindung gesetzt? Ja, wir hatten zweimal einen Täter-Opfer-Ausgleich. Mhm. Ja, aber da ist nicht viel bei rausgekommen. Ich wollte nicht einsehen, er wollte nicht einsehen. Wie lange lag denn die Tat zurück? Die Tat ist jetzt zurück. Nee, wie lange lag die zurück, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast? Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Der lag 3 Monate im Koma. Mhm. Als er dann aufgewacht ist, das waren so 2 Monate später schon, also 5 Monate nachdem. Und da wolltest du nicht einsehen, dass das schlimm ist, was du angerichtet hast? Ja, doch, aber weil er nicht eingesehen hat, dass er einen Fehler begangen hat, einfach meine Freundin anzugrapschen. Mhm. Dadurch habe ich dann wieder auf stur geschaltet und habe gesagt, boah, wenn du nicht einsiehst, dann leck mich doch und lass mich in Ruhe, dann will ich auch nicht. Und es gab zweimal einen Kontakt und dann war es das auch. Ja, es waren zweimal ein Kontakt, dann war etwas über einen Monat, war nochmal ein Kontakt, der kam von ihm aus, da wollte er mit mir reden. Mhm. Ja, und als wir dann zusammengetroffen sind, der Anfang war auch schön und gut. Wir saßen zusammen, haben uns ganz normal erstmal unterhalten. Ja. Ja, aber nachdem wir uns dann über das ganze Geschehen wieder unterhalten haben, dann war wieder das gleiche wie das erste Mal. So, beide wollten wieder nicht einsehen. Mhm. Aber ja, Thorsten, du hättest diesen Menschen fast umgebracht. Und, ich weiß. Ne, und er ist für sein Leben geschädigt. Auch wenn er nicht deine Freundin hätte angrapschen können, so entschuldigt man sich doch. Ja. Aber du hast am Anfang ja gesagt, du musst jetzt wieder in den Knast. Was ist denn jetzt passiert? Ja, während ich im Gefängnis war, habe ich nach 3 Jahren habe ich das erste Mal Urlaub bekommen. Mhm.
habe dann auch wieder ein Mädel kennengelernt. Mhm. Eine andere ist das denn? Ja, wieder eine andere. Das ist schon die zweite, da war noch eine davor, die habe ich auch geheiratet, aber wenn ich das jetzt auch noch mit da reinnehme, dann dauert das alles zu lange. Mhm. Also du hast also Urlaub gehabt aus dem Knast und hast dann Mädel kennengelernt, hast dich verknallt. Genau, so. Ja, und das eskalierte dann auch. Da habe ich dann auch rausbekommen, dass sie mich betrogen hat. Dann habe ich bei ihr die Bude kurz und klein gehauen, bei ihm die Bude kurz und klein gehauen, habe ihn dann noch verletzt. Ja, dann habe ich versucht, vor der Polizei zu flüchten mit dem Auto. Habe ich auch geschafft. Ja. Die sind dann eine halbe Stunde hinter mir hergefahren, wie die Bekloppten. Ja, und ich habe dann irgendwann keinen Ausweg mehr gesehen und wollte mich dann umbringen. Bin dann mit Vollgas in die parkenden Autos rein. Bin dann aber ausgestiegen und war nichts. Also ich habe nichts gehabt, ich habe einen Lenkradabdruck auf der Brust gehabt, ein paar Schrammen, aber mir ist nicht viel passiert. Und das waren jetzt die Vorfälle, für die du jetzt wieder in den Knast kommst? Ja. Wie lange hast du bekommen? Ja, die haben mir beim Amtsgericht haben die mir 21 Monate dafür gegeben, auf 5 Jahre Bewährung. Und wann musst du diese ein... Aber? Der Staatsanwalt ist damit nicht einverstanden. Dass ich die auf Bewährung bekommen habe. Ach so. Der möchte jetzt für sich wieder zurück ins Gefängnis gehen. Aha, das heißt also, das kann alles drohen. Ja, also am 20.01. habe ich jetzt meinen Termin und meine Rechtsanwältin, die hat mir gesagt, die Chancen stehen 1 zu 100, dass ich draußen bleibe. 1 zu 100, das heißt, du wahrscheinlich musst du rein? Ich muss wieder rein, ja. So, und ich bin jetzt gerade mal anderthalb Monate draußen. Und, sag mal, Thorsten, diese 5 Jahre im Knast, das ist ja eine lange Zeit, vor allen Dingen in deinem Alter. Wo bist du da? Ist so laut. Wo bist du da? Ich bin hier in einem Obdachlosenheim. Also. Ja. Diese 5 Jahre, die du im Knast warst, hast du da sowas wie eine Therapie gemacht? Bist du da psychologisch betreut worden? Ja, also ich hatte immer... Psychologen, ist klar, die hat man am Anfang immer. Die haben auch versucht, mit mir zu arbeiten. Hast du die ernst genommen? Anfangs gar nicht. Also anfangs war das für mich so, ach, was wollen die denn, die Quacksalbe? Die wollen mir ja nur einen erzählen. Aber ich sag mal, ich bin dann nach dem dritten Psychologen bin ich an eine Psychologin gekommen, die sich auch, wo ich das Gefühl hatte, dass die sich richtig für mich einsetzt, für mich interessiert. So, und da fing das dann so langsam an, wo ich dann aber das hat dann nachgedacht hast. Ja, wo ich dann angefangen habe nachzudenken. Aber die Zeit war wahrscheinlich zu kurz mit der Frau, ne? Ja, genau. Das war alles nicht so. Weißt du, Thorsten, ich habe gerade so überlegt, natürlich ist es jetzt sehr schlimm für dich, wenn du wieder in den Knast musst. Ja. Aber ich meine, du bist ja auch irgendwie eine tickende Zeitbombe, ne? Du hättest jetzt beinahe schon wieder was Schlimmes angerichtet mit dem Mädchen, du hättest was Schlimmes anrichten können mit dem Jungen, du hättest dir das Leben fast genommen. Ja. Insofern, wenn du jetzt wieder in den Knast musst, und du hängst da ziemlich durch im Moment, du hast ja auch keine, ich höre es ja, du hast keine Wohnung, du hängst da im Obdachlosenasyl, vielleicht ist das aber auch noch, ist das auch eine Chance für dich, endlich ein bisschen aus dem Pötten zu kommen. Vielleicht endlich einen guten Psychologen dann auch auf Dauer zu kriegen, der dir hilft. Denn du musst ja mit dir und deiner Seele, mit deinem Inneren was anstellen, damit du, wenn du irgendwann dann wirklich auf freiem Fuße bist, dass nicht wieder sowas passiert. Du bist ja, dich muss man ja wahrscheinlich nur irgendwie reizen und dann tickst du völlig aus. Ja, das war ja früher auch so, das stimmt ja auch. Aber ich meine, ich habe mich geändert. Ich sehe ja selber jetzt, seitdem ich aus dem Gefängnis bin. Ja, aber du hast dich ja nicht geändert, das ist ja wieder passiert. Ja, das nicht, aber ich meine, das war der 30.04. dieses Jahr. Ich meine, der Selbstmordversuch, der hat mir irgendwo auch die Augen geöffnet. Ich habe ja gesehen, wie viele Menschen ich damit gefährdet habe. Das war ja nicht nur mein Leben, weil das Auto ist explodiert und da ist ein Haus mit in Flammen aufgegangen. Da sind Kinder rausgekommen. Ich meine, in dem Moment habe ich dann natürlich auch gedacht, mein Gott, was hast du da angestellt? Da ist ein Haus noch in Flammen aufgegangen? Ja. Es ist aber niemand zu Schaden gekommen? Nee, zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen. Also dann ist es natürlich klar, wenn der Staatsanwalt das sieht, dass er in die Richtung tendiert. Findest du denn, dass du es verdient hast, nochmal in den Knast zu kommen? Ich sag mal, momentan nicht. Weil ich wirklich alles dafür getan habe, wirklich alles, um mein Leben so in den Griff zu kriegen, dass ich wirklich nichts mehr mache. Ich meine, das ist nicht lange jetzt, die anderthalb Monate. Thorsten, ich glaube das nicht so richtig. Du hast mir gesagt, dass du dich bis heute nicht entschuldigen konntest bei dem ersten Opfer.
Ja. Und dann tickst du wieder aus und hättest fast so schlimme Sachen angerichtet, die du gerade... Sei froh und dankbar, dass es noch so harmlos alles ausgegangen ist. Bin ich ja auch. Vielleicht ist es ja, wenn es jetzt eine Gefängnisstrafe wird, vielleicht wird sie ja nicht so hoch, wie du vielleicht jetzt befürchtest. Vielleicht ja, die Gefängnisstrafe, die weiß ich ja schon. Das sind ja 21 Monate, ja. Ja, 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 ja. So, und wenn ich... Ach so, die wird nicht mehr verändert. Das ist schon... Nee, die wird nicht mehr verändert. So. Ach so, ich dachte jetzt, dass das auch noch mal irgendwie zur Disposition steht. Das nee, nicht. Nein. Das nicht mehr. So, also das heißt, wir müssen mit Fakten jetzt argumentieren. Ja. Du kommst auf jeden Fall in den Knast für 21 Monate. Ja. Ist eine scheiß Zeit, aber sieh es doch einfach, biege es doch jetzt einfach so für dich hin. Du kannst ja dann jetzt sowieso nicht mehr da raus. Das ist ja, als Chance. Da habe ich aber ein ganz großes Problem mit. Ich war jetzt draußen, ich habe die Freiheit gesehen. Und wer da freiwillig zurückgeht, Gut, du gehst ja nicht freiwillig zurück. Es ist ja was passiert. Du entscheidest das ja nicht. Aber nur ist es mal passiert. Was hast du für eine Alternative? Du kannst jetzt dich zumachen. Du kannst jammern. Du kannst zornig sein. Oder du kannst sagen, okay, jetzt gehe ich. Ich habe die 5 Jahre geschafft. Mhm. Das ist ja schon eine tolle Leistung. Ohne gebrochen zu sein. Mhm. Jetzt schaffst du die anderen auch noch. Und mit dem Wissen, was du jetzt hast, nämlich mit deiner Einsicht, wenn ich das ernst nehme, was du gerade gesagt hast, ich nehme es jetzt mal ernst, weil du mir auch ernst rüberkommst, ist das die allerbeste Voraussetzung, danach wirklich anzufangen mit einem richtig ordentlichen Leben, Mensch. Jetzt darfst du nicht mehr aber sagen. Du musst da jetzt durch, Mann. Und du darfst auch nicht zu verbittert sein. Nutze die Chance und habe die Hoffnung, dass du da auf einen guten Menschen triffst, der sich mit dir beschäftigt. Und der den Rest, was in dir noch so wabert an Dingen, die du selbst nicht im Griff hast, dass ihr die gemeinsam in den Griff bekommt. Ja, okay, aber wie gesagt, ich habe mein Leben ja jetzt im Griff. Ich könnte eine Wohnung haben, alles, aber das lohnt sich nicht, weil ich am 20.01. Nee. sowieso wieder rein. Nein, das nicht. So, und das ist ja mein Problem. So, ich habe alles, um ein vernünftiges Leben anzufangen. Mhm. Ich stehe mit meiner Ehefrau stehe ich wieder in Kontakt. Mhm. Ich habe wieder guten Kontakt zu ihr. Die Kinder sind da. Und es ist einfach jetzt alles so wunderbar. Es könnte alles so schön laufen und jetzt wollen die mir das alles zerstören. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen auch noch ein paar Worte redest. Bist du damit einverstanden? Bin ich mit einverstanden, ja. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, okay. Und ich habe das sehr ernst gemeint, was ich gerade gesagt habe. Und wünsche dir wirklich, das meine ich auch verdammt ernst, wirklich alle Kraft der Welt, dass du das durchziehst und danach dann wirklich auf den Füßen stehst. Von Herzen wünsche ich es dir, Thorsten. Ich danke dir. Alles Gute. Tolle Sendung, mach weiter so, ja? Dankeschön, tschüss. Okay, ciao. Victoria, 21 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Victoria, um was geht's? Ja, also, klingt ein bisschen lächerlich, aber ich habe ein ziemlich starkes Persönlichkeitsproblem. Nämlich? Ja, es ist so, und zwar, es geht halt darum, ich werde eigentlich nur als Sexobjekt gesehen. Und das macht mir ganz schön zu schaffen. Und zwar, früher war es genau das Gegenteil. Ich war absolut das kleine, stille, hässliche Entlein irgendwie und... Ein Mauerblümchen? Ja, genau. Und ich habe absolut zu Männern gar nicht so den Kontakt gehabt. Es wollte keiner mit mir was anfangen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, jetzt musst du was tun, jetzt musst du dein Selbstbewusstsein steigern, jetzt musst du an deinem Äußerlichen was ändern. Und das habe ich dann auch getan. Also ich habe mich dann halt mehr herausgeputzt. Ich habe versucht, selbstbewusster zu sein, was ich jetzt mittlerweile eigentlich auch bin. Behaupte ich jetzt zumindest mal. Ja, ich höre es auch so ein bisschen. Aber du musst ja doch die äußerlichen Grundvoraussetzungen schon mitgebracht haben, dass du eigentlich eine attraktive junge Frau bist. Relativ früher habe ich nicht so gesehen. Ja, du hast dich vielleicht vorher auch vernachlässigt. Kann das sein? Ja. Ja. Also wenn ich dich jetzt auf der Straße sehen würde, würdest du sagen, da guckt der, würde der schon hingucken, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist halt das Problem. Also du britzest dich auch auf, schick angezogen, sexy angezogen, tolle Frisur, geschminkt, Schuhe, weiß ich was alles. Ja, es ist halt so, meistens halt am dieses typische Wochenende. Ich habe halt ziemlich starke Schwierigkeiten. Ich lerne halt nur Männer kennen, die mit mir ins Bett gehen möchten. Die wahrscheinlich nur auf diesen äußerlichen Lack abfahren. Ja, genau. Und ich habe auch schon versucht, mich zurückzuhalten. Ich habe wirklich versucht, mich nicht so aufreizend anzuziehen. Ich habe versucht, mich weniger zu schminken. Ich kann auch
durch die Stadt ging, ungeschminkt, in Jeanshose, in Oberteil, ganz normal, ohne Ausschnitt, gar nichts, ganz normal einen Rollkragenpulli anhaben und zugemümmelt, besonders jetzt in der kalten Jahreszeit. Und mir passiert immer dasselbe. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich eine Haarausstrahlung habe. Wobei eigentlich, Victoria, ist es doch toll. Meinst du, wie viele Leute dich jetzt beneiden, die kaum angeguckt werden von anderen, wenn du so erfolgreich bist? Du, das wäre mir aber lieber. Ich war in einer Zick-Situation. Ich hatte wirklich bisher nur Männer kennengelernt, die einfach nur immer gedacht haben, boah, ist die geil, oh, die will ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt flachlegen. Und ich stand halt echt öfters mal vorm Spiegel und habe mir wirklich gedacht, zieh dir eine Rasierklinge durchs Gesicht, weil ich damit sehr starke Probleme habe und ich weiß auch nicht. Ist das jetzt so ein bisschen kokett oder meinst du es ernst? Ich habe es ernst gemeint. Ich habe es bisher nicht getan, weil ich sehr gute Freundinnen habe, die halt sagen, die Männer sind es nicht wert. Ich meine, ich nehme es schon ernst. Ich weiß schon, dass attraktive Leute, attraktive Frauen ein großes Problem damit haben, weil sie nämlich in der Regel die Deppen anziehen, die Hirnis anziehen. Ja, genau. Und die wirklich tollen Männer sich von den Frauen auch fernhalten, weil sie denken, bei der habe ich eh nie eine Schnitte. Ne? Nee, es ist halt so, mir wurde immer nachgesagt, dass ich ziemlich dominant bin. Ja. Kann einerseits auch sein, stimmt schon, weil ich das halt aufgebaut habe als Schutzmauer. Ich werde auch, also obwohl ich diese dominante Art an mir habe, trotzdem ziemlich stark angemacht und ich versuche schon jeden Kerl von mir wegzuhalten, indem ich halt aggressiv werde durch verbale Aktionen, indem ich... Wie lange läuft das jetzt schon so? Du bist 21 Jahre alt. Wie lange läuft das, dass du darunter leidest, so wie du das gerade beschrieben hast? Seit meinem 16. Lebensjahr. Seit dem 16. Lebensjahr. Ach so. Ja. Das heißt also, seit dem 16. Lebensjahr britzest du dich auch so hoch? Ja, ich... Und vorher, als Jugendliche warst du nicht so attraktiv für die ich, mit 16 hat's richtig angefangen. Hast du dann auch schon mal eine etwas längere, für dich auch befriedigende Beziehung gehabt? Nein, noch nie. Immer nur kurze Geschichten. Mein letzter Lebensgefährte, mit dem war ich dreiviertel Jahr zusammen. Wir haben auch zusammengelebt. Er hat im Endeffekt sehr gut bei mir gelebt. Er hat nicht richtig gearbeitet, also nur auf Provision, aber der war meistens zu Hause, hat krank gefeiert. Er hat auf meine Kosten gelebt. Er hat einfach nur rumgesessen. Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Ich bin Friseurin, ich arbeite abends bis 7 Uhr. Ich kam um 8 Uhr nach Hause. Ich durfte noch putzen, ich durfte noch kochen. Eine unbefriedigende Beziehung, ich höre es schon. Sehr unbefriedigend. Ja. Und, so, jetzt ist mir, ich wiederhole das nochmal, ich glaube dir das. Ich weiß, dass es oft ein Los von schönen Menschen ist. Alle denken immer, Mann, denen liegt die Welt zu Füßen. Aber die sind oft sehr einsam. Das weiß ich. Das ist schon bei schönen Männern so und bei schönen Frauen auch so. Was kann man dagegen tun? Erstmal sollte man schon froh sein, dass man gut aussieht und nicht entstellt ist oder hässlich ist oder weiß ich was hat. Dass man einfach auch das wertschätzt. Auch trotz aller Probleme, die damit verbunden sind. Man kann natürlich schon ein bisschen was dran tun. Jetzt in deinem Fall, wenn du sagst, dann unterlass es doch einfach, dich wirklich auch noch besonders sexy und aufreizend anzuziehen. Dann hast du schon mal so ein bisschen aussortiert. Ein bisschen sortierst du aus von Männern, die an dich rangehen. Der Rest ist einfach Geduld und warten, bis irgendwann eine Situation sich ergibt, dass du auf einen stößt, der nicht nur auf deine Äußerlichkeiten so bedacht ist. Das Problem ist, ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, weil ich bin in der schwarzen Szene, in der Gothic-Szene. Und ich sag mal so, die meisten Leute sind dann halt, ja, die haben halt ihren Undercut, also oder einen Irokesenschnitt, die haben halt die Haare wegrasiert, auch die Frauen, ich zum Beispiel nicht, ich habe meine volle Haarpracht noch, aber es wird halt auch dann ziemlich, mit Lack- und Lederstil und es gibt halt, ja, in dieser Szene, ja, es sind halt nicht normale Leute, sag ich jetzt mal so, diese 0815 Leute, diese normalen Durchschnittsleute, die halt in der Norm halt so sind. Ja. Aber gerade in der Szene würde ich doch denken, dass du da auch auf Männer triffst, die eben nicht nur so auf diese Äußerlichkeiten Wert legen, oder? Relativ, denke ich mir mal. Also es gibt da halt sehr viele hübsche Frauen, es gibt halt sehr viele Frauen, die halt nicht so attraktiv sind, aber die meisten Frauen gehen mit den Männern auch ziemlich häufig ins Bett. Also für die zählt auch wirklich nur das Sexuelle, die schlafen sich dann von einem Menschen zum anderen. Ich kann das nicht. Nee, dann mach es auch nicht. Ich mache es auch nicht. Nur ich habe verschiedene Dinge ausprobiert. Ich bin auch ziemlich brutal geworden, wenn mich irgendein Mann angepasst hat. Ich kann auch auf der Tanzfläche stehen. Ich werde umlagert, teilweise sogar von drei Männern gleichzeitig. Das ist mir letztens passiert vor 2 Wochen. Und dann raste ich einfach aus. Ich stehe mitten auf der Tanzfläche und schreie die an und ich glaube, auf den Tisch stehe, lass die rauswerfen und alles. Ich glaube jetzt, Victoria, dass viele denken, mein Gott, die schneidet jetzt Fett auf und die will sich wichtig tun und die gibt an.
Ich sage es nochmal, ich glaube es nicht. Ich glaube dir wirklich, dass die Situation so ist. Aber ich sage, unterstreiche nochmal, schätze es wert, dass du einen schönen Körper hast. Und, und nimm einfach hin, dass es eben auch damit Komplikationen gibt. Und nimm dich zurück und warte einfach ab. Mehr kannst du sowieso nicht machen. Verweigere dich dieser Oberflächlichkeit, die du da anziehst. Ich garantiere dir, über kurz oder lang, du bist 21 erst, wirst du auch auf einen Mann treffen, dem du das abnimmst, dass der nicht nur auf dich steht, weil du so ein toller Schuss bist. Ja. Ja, meine Mutter sagt auch schon irgendwann mal, lernst du den richtigen kennen, aber das ist so eine Sache, ich will jetzt nicht meinen Märchenprinz kennenlernen, auf keinen Fall. Ich will jetzt nicht hier meinen Traumpartner fürs Leben kennenlernen, mit dem ich ewig zusammenbleiben werde. Es geht einfach nur daher, ich will respektiert werden. Mhm. Und zwar als Frau, als menschliches Wesen und nicht als Gegenstand, der einfach nur zur Befriedigung des Mannes dasteht. Weil, ich sag mal so, wenn es mir darum ging, könnte ich auch woanders hingehen und da meinen Spaß haben. Mhm. Aber ich will das ja nicht. Mhm. Ich will ja jemanden haben, der mich ernst nimmt. Gut, so, das heißt also, du musst zurückweisen, zurechtweisen, das tust du ja auch, hast du gerade gesagt, du bist eine massive Frau, du bist auch dominant und letztendlich kannst du dann nur so deinen Weg gehen, in der Hoffnung, dass du auf jemanden triffst. Ja, mehr geht nicht. Die Frauen, die reagieren teilweise auch ziemlich heftig. So. Wir wollen jetzt aber nicht weiter darüber jammern. Ja, ich weiß. Das regt mich ziemlich auf. heute gab es, ich habe es in den Nachrichten gesehen, eine Studie, dass die Deutschen, jetzt nicht auf solche Äußerlichkeiten bezogen, aber generell, das am meisten jammernde Volk sind. Und das darf nicht sein. Wir müssen auch mehr das Positive sehen. Und du musst auch das Positive sehen. Ja, stimmt, klar. Und es wird kommen. Ich bin ganz 100% sicher, dass da irgendein toller Typ zu dir kommt. Nur das bringt ja nichts, wenn ich am Ende vorm Spiegel stehe und mir am liebsten das Gesicht zerschneide. Nein, das darf natürlich auch nicht passieren. Nein, nein, nein. Ich wünsche dir einen tollen Typ, der dich sehr respektiert und sehr ernst nimmt, Victoria. Ich wünsche es mir auch. Ja. Schreib mir mal, wenn du ihn gefunden hast. Mit Foto bitte. Von beiden. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Anna ist bei mir, 74 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Anna. Dein Thema. Mein Thema? Ja. Oh, jetzt ist irgendwas an dem Telefon. Anna? Mein Thema ist, ich habe Ärger mit der Krankenkasse, Pflegekasse. Aha. Ich bin 90% schwerbehindert. Mhm. Ich habe einen Rollstuhl. Jetzt war ich im vergangenen Jahr war ich im Krankenhaus und jetzt konnte ich nicht mal erstmal den Fuß entzünden, als ich wieder rauskam. Ja. Sag mir mal, weswegen du, warum du so schwerbehindert bist, was für eine Krankheit du hast. Ich habe erstmal Kinderlähmung und dann hatte ich mir versagen die Knochen. Ja. Knacken andauernd, so. Arthrose. Ja, ja. Ich kam im Moment nicht drauf. Ja, das heißt, du musst immer wirklich im Rollstuhl sitzen und kannst du denn alleine zur Toilette dich rüber? Nein, das geht kann auch. Ich jetzt gar nicht mehr. Gar nicht. Auch nicht allein ins Bett hieven, so. Nein. Wenn ich aus dem Bett raus, muss mein Mann mich helfen in den Rollstuhl rein. Ja. Dann bringt er mich zur Toilette. Ja. Und setze mich jetzt auf die Toilette. Wenn ich dann fertig bin, dann sage ich, bin fertig. Dann setze mich wieder in den Rollstuhl und bringe mich wieder in die Toilette. Verstehe. Also du lebst mit deinem Mann noch zusammen. Der pflegt. Ja. Der ist noch relativ fit, der Mann. Ja, der ist 50. Ach, der ist 50. Oh, das ist ein großer Unterschied. Ja, sicher. Wie lange seid ihr verheiratet, ihr beiden? 16. 16 Jahre schon? 16,5, 16 ja. Jahre. Mhm. Gut, also der hilft dir. Der hilft mir jetzt wohl. Und jetzt habe ich, wo ich da im Krankenhaus war, da habe ich, wie ich herausgekommen habe, eine Entzündung im Bein, in dem linken Fuß gehabt. Das rechte ist gelähmt durch Kinderlähmung, ja, ne? Ja. Und da habe ich schon lange die Arthrose drin. Ja. Dann habe ich in der Wohnung, konnte ich mit Stöcken laufen. Mhm. Und das kann ich auch nicht mehr. Ja. Nein? Ja. Also bist du wirklich sehr, also 100% auf Hilfe von deinem Mann angewiesen, auf andere angewiesen. Und dann, oder wenn ich schon mal in die Küche gehe, dann sitze ich auf so einem Bürostuhl, wo ich mich mit rollen kann. Ja. Also laufen ist nicht mehr drin. Ich komme nicht mehr richtig auf die Beine. Anna, wie ist es denn so mit dem Oberkörper? Kannst du normal die Hände bewegen, die Arme? Geht das noch? Ja, das kann ich wohl noch so weit bewegen. Aber mitunter habe ich die zwei Finger an der rechten Hand, also der kleine und der Ringfinger. Ja. Die sind dann wie taub. Mhm. Und das schmerzt auch. So, jetzt wolltest du mir am Anfang was erzählen von der Krankenkasse oder von... Ja, von jetzt kriege ich Pflegegeld, ja. Also Stufe 1. Mhm. Und da ich jetzt überhaupt so nicht mehr kann, ich muss ja mehr Hilfe haben. Mein Mann kann sich ja keine vernünftige Arbeit mehr nehmen, weil ich ja ständig die Hilfe brauche. Ja, ist klar, der kann ja eigentlich gar nicht arbeiten. Ja, Und jetzt habe ich einen Verschlimmerungsantrag gestellt, um höher zu kommen. Ja, ja. Und
Das haben sie mir wieder abgelehnt. Mhm. Warum und weshalb? Ich hätte nicht genug Pflegezeit nötig. Mhm. Das heißt also, das lehnen die ab, aber ihr seid ganz, ganz dringend darauf angewiesen, ja, sicher. Weil dein Mann dich rund um die Uhr betreuen muss, ja, und er kann gar nicht arbeiten. Nein, er kann nicht. Er kann sogar die Arbeit bei einer so wegnehmen. Er ist schon mal eine Stunde oder zwei weg, ja, aber muss ich mal denn dringend, ja, dann stehe ich da und kann gar nicht mehr. Mhm. Ne? Was hat denn dein Mann vorher gearbeitet, als er sich noch nicht so sehr um dich kümmern musste? Ja, das ist schwer. Darüber möchte ich so auch nicht. Okay, muss ja auch nicht. Also das ist auch gar nicht ein Thema. Ist auch gar nicht wichtig. Nein. Und da ist er im Hintergrund. Ich höre ihn. Ja, ist im Wohnzimmer. Ich liege im Schlafzimmer im Bett. So, Anna, jetzt ist das natürlich ein Buch mit 7 Siegeln auch für mich, wie man welche Anträge stellt, ja, wer welche Zuschüsse beanspruchen darf und so weiter. Das ist ein Dschungel. Ich höre nur daraus, dass ihr auch jetzt in einer Notsituation seid und gar nicht wisst, wie es weitergehen soll. Ist das richtig? Ich kann auch nicht mehr raus, ja, gar nichts. Ja. Ich habe wohl den Elektrorollstuhl, habe ich wohl, aber den kann ich ja nicht mehr benutzen, weil ich nicht raus kann. Also, ich fasse nochmal zusammen. Euch ist ganz wichtig, dass du diese Hörstufung bekommst, ja, damit ihr das Geld kriegt und dein Mann dich ordentlich den ganzen Tag lang pflegen kann. Ja, und das haben die abgelehnt. Mhm. Ich hätte bloß 135 Minuten am Tag pflegen nötig. Naja, so geht das dann. Das kann gar nicht. Naja, das ist immer ganz schrecklich, diese ganzen bürokratischen Formulierungen. Ja. Hast du oder habt ihr denn jemanden, der sich in diesem ganzen Kram gut auskennt und der sich darum kümmert? Nee, habe ich sogar gar nicht. Da ärgere ich mich am meisten noch darüber. Mhm. Ich kenne eine Familie, die haben ein Kind wohl, die kriegen da Pflegegeld für, also auch Stufe 1, ist etwas geistig behindert, ja, ne? Fährt aber alleine durch die ganze Stadt, macht alles als selbstständig. Mhm. Ich kann mir ja überhaupt nichts mehr selbstständig machen. Ja. Ich komme nicht alleine in eine Badewanne rein. Ja. Nein, da kommt keine Prüfung hin, da kommt gar nichts. Ja, ja. Und die kriegen weiterhin ihr Pflegegeld. So, Anna, ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Ich persönlich kenne mich da auch nicht so aus. Aber ich verspreche dir, dass wir uns drum kümmern, damit du zumindest einen Ansprechpartner bekommst, der sich um dich wiederum kümmert. Mhm. Wir haben deine Telefonnummer. Vielleicht wird mein Psychologe dich auch nochmal gleich anrufen, um nochmal ein paar Fakten zu erfragen. Mhm. Wir nehmen das mal in die Hand und versuchen, dir zur Seite zu stehen und dir zu helfen. Das wird nur in einem kleinen Rahmen möglich sein, aber ich verspreche dir, dass wir das tun, was in unseren Kräften steht. Das ist lieb von dir. Okay, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, grüße deinen Mann herzlich von mir und du wirst auf jeden Fall von uns hören. Ich wünsche dir auch alles Gute und mach weiterhin solche Sendungen. Danke schön. Weil ich kann nicht immer die Sendung sehen, aber wenn ich gerade wach bin und kann nicht schlafen, dann mache ich die Sendung auch an. Das ist sehr schön. Nein. Ich danke. Und auch noch alles Gute für das neue Jahr. Danke dir auch. Nein? Alles Gute. Auch so. Auf Wiederhören. Wiederhören. Morgen nochmal der Hinweis. Morgen heißt unser Thema Glück und Unglück. Das war mein 2002. Ich möchte gerne mit euch über eure Highlights und eure traurigen Sachen reden, die ihr im letzten Jahr erlebt habt, im Jahr 2002. Anna begrüße ich jetzt herzlich. Und Anna ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Anna. Frohes neues Jahr. Danke, dir auch. Prosit Neujahr. Genau. Ist schon so ein bisschen, ich habe gerade schon hier in der Redaktion gesagt, ist ein bisschen seltsam, jetzt immer noch so ein neues Jahr zu wünschen, weil es ist ja schon eine Weile her, ne, mit dem Silvester. Oh, ich denke mal, das kann man im Februar auch noch wünschen. Ja, kann man auch noch, finde ich auch. Ist ja auch immer ein netter Wunsch und man freut sich drüber. Deswegen. So, jetzt zu dir und deinem Thema. Ja, also ich komme mit meiner momentanen Liebeslage nicht zurecht. Mhm. Was ist denn das für eine Liebeslage? Ja, es ist halt, ich habe momentan 2 bzw. 3 Beziehungen am Laufen und das ist eigentlich nicht korrekt. Nee, ich finde, 3 Beziehungen, das heißt, handelt es sich um Männer? Ja, ja. Ja, 3 Männer. Mhm. Unsere Anna hat 3 Männer. Das gibt's doch nicht. Also so toll ist das gar nicht. Wie lange gibt's diese 3 Männer schon, diese Dreier? Diese Konstellation? Ja. Seit 2,5, 3 Monaten. Ja, wissen die Männer voneinander? Sie wissen voneinander, also was heißt, sie wissen jetzt nicht, was ich mit ihnen treibe, also was ich mit ihnen mache. Das meinte ich. Die kennen sich, aber die wissen nicht, dass du die mit jedem... Die kennen sich durch Hören sagen, ja. Ach so, und die wissen aber auch nicht, dass du mit jedem Einzelnen auch eine Affäre quasi hast. Das wissen die nicht. Nein. Das wissen die nicht. Warum hast du dich jetzt mit 3 eingelassen? Ich habe jetzt seit 2 Monaten, 2,5 Monaten wieder einen festen Freund nach einem Jahr Pause. Moment, das ist dann der 4. im Bunde? Nein, das ist jetzt... Das ist einer von den 3. Genau. Ah ja. Und habe dann noch
nebenbei eine Affäre laufen mit meinem Ex-Freund, mit dem ich 3,5 Jahre zusammen war. Ach so. Und? Der Dritte? Der Dritte im Bunde ist, das ist halt mein bester Freund, den ich letztes Jahr im Februar kennengelernt habe. Mhm. Und mit dem ich halt zombiesig viel Fun und Spaß habe. Mhm. Halt jetzt nicht also so betttechnisch, sondern halt weggetechnisch, halt was Spaß und Gaudi angeht, was man mit den beiden anderen halt nicht machen kann. Ach so, aber das heißt also mit dem besten Freund hast du nie Sex? Nein, also was heißt nur halt ein bisschen rumknutschen und Fummelei, also mehr kommt was heißt denn Fummeln? Wie weit geht das Fummeln denn? Petting-mäßig nackt nebeneinander liegen? Nein, das noch nicht. Das nicht, aber richtig knutschen? Richtig knutschen. Zungenmäßig? Ja. Ja, das ist natürlich auch schon wieder, das ist auch keine, gerade nicht die platonische Beziehung, ne? Nein. Und damit komme ich halt momentan nicht zurecht. Ah, ich auch nicht, wenn ich das höre. Mann, jetzt hast du deinen neuen Freund. Mhm. Ne? Wo mit dem eigentlich mein Märchenprinz. Eigentlich dein Märchenprinz, sagst du sogar. Mhm. Wieso machst du denn da mit dem Alten, mit dem Ex noch rum? Weil ich irgendwie nicht von dem wegkomme. Wir haben halt ziemlich viel durchgemacht und ja, aber irgendwie gibt's nicht. Irgendwie schwanger gibt's auch nicht. Und so darf es das in dieser Beziehung auch nicht geben. Da muss man dann halt auch mal wirklich sich zusammennehmen und am Riemen reißen und auch so einen Schnitt machen. Das versuche ich ja schon seit einem halben Jahr, aber es funktioniert nicht. Da musst du es immer und immer wieder versuchen. Du musst es doch tun für euch, für deinen Märchenprinzen. Was ist denn das für eine Geschichte mit dem Ex? Das ist nur eine Sexgeschichte. Oder wie? Was heißt, also das ist eigentlich auch einer, der, was heißt, der weiß, wie ich bin, der mich wirklich hundertprozentig kennt und mit dem ich auch über Probleme spricht, die ich jetzt in meiner momentanen Beziehung habe. Oder aber auch ich gehe auch nicht mit allen ins Bett, mit denen ich über meine Probleme rede. Nö. Nein, aber im Ernst, ich verstehe schon, da ist also eine große Vertrautheit und eine Verbindung einfach da. Ja, also hat mir wirklich viel geholfen in meinem Leben, weil ich bin mit 14 Jahren vergewaltigt worden und er hat mir dann wirklich also mit 15, 16 ja, das ist ja auch tierisch auf die Beine geholfen. Anna, das ist ja auch hoch anzurechnen und auch wertzuschätzen. Aber man muss ja für sich, ich finde das so wichtig, dass man für sich in seinem Leben irgendwie auch eine klare Struktur schafft und klare Verhältnisse. Denn sonst fühlt man sich selbst nicht wohl und du fühlst dich ja selbst nicht wohl. Überhaupt nicht. Deswegen musst du dich dazu zwingen, dass du zumindest diesen diffusen, vielleicht auch erotisch-sexuellen Kontakt klar unterbrichst zu deinem Ex-Freund. Inwieweit du dann vielleicht irgendwie mit dem noch verkehrst. Aber du musst eine Grenze ziehen und du musst das auch definieren. So ist jetzt der Kontakt und nicht weiter. Und das beziehe ich auch auf deinen platonischen Freund. Was ist denn das für eine Art? Du hast einen Märchenprinz, du bist verliebt, du sagst, das ist ein toller Mann. Sagst du, ne? Dein jetziger Freund. Mhm. So, und dann gehst du mit deinem platonischen guten Kumpel rumknutschen. Das ist doch auch blöd. Wenn der das erfahren würde, der Märchenprinz, dann wäre der aber sauer. Denke ich schon. Ja, und würdest ihn verletzen. Also kann man sich doch da auch ein bisschen zurückhalten. Das muss doch nicht sein. Knutsch doch deinen Märchenprinz, das ist doch viel schöner. Klar, das ist wohl wahr. Nur ich habe halt Angst, dass wenn ich jetzt die anderen zwei zurückweise, dass ich dann diese Vertrautheit, diese Geborgenheit nicht mehr habe, halt dieses Weggehen und diesen Spaß haben und diesen halt. Aber es geht nicht immer alles nur um Spaß, Anna, sondern es geht auch um klare Lebensprinzipien. Dann müsstest du das, also wenn die Jungs so blöd drauf sind, dass sie dann nicht weiter mit dir befreundet sein würden wollen, dann musst du das halt opfern. Da musst du es opfern für deine Beziehung, für deine ehrliche Beziehung und auch für dein eigenes Gefühl, dass du gerade vorm Spiegel stehen kannst und sagst, okay, das habe ich jetzt richtig gemacht. Das ist jetzt bitter, ich habe die verloren, wenn du sie denn verlierst, ich weiß es ja gar nicht. Aber ich bin ehrlich, ich stehe sauber da. Mhm. So musst du es machen. Du kannst ja nicht, ich höre da schon raus, dass du wirst am liebsten alles irgendwie haben. Ne? Geht aber nicht. Irgendwann muss man muss auch Prioritäten setzen. Und vor allen Dingen denk dir mal immer, wie du dich fühlen würdest, wenn dein Märchenprinz so etwas machen würde mit dir, quasi umgekehrt. Und wenn du das dann vielleicht irgendwann mal rausbekämst. Mhm. Auch schlimm. Würde dich sehr verletzen und dich sehr kränken, vermute ich mal. Mhm, oder? Denke ich schon. Ja. Also, ich meine, du hast ja jetzt noch die Chance, die Notbremse zu ziehen. Du musst es deinem Märchenprinzen ja auch gar nicht erzählen. Wenn du jetzt die Notbremse ziehst und einen Strich drunter machst, ist es vorbei und konzentrier dich ganz auf deinen Freund. Mhm.
Alles Gute. Danke. Tschüss, Anna. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für euch für heute. Die erste Sendung im Jahre 2003. In der Technik war Malte Imels. Und unser Thema morgen heißt, ich sag's nochmal, Glück und Unglück. Das war mein 2002. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Wir sehen und hören uns wieder morgen um 1 Uhr Radio 1 Live und wieder Fernsehen. Bis morgen. Tschüss.